Der nächste Punkt ist doch der Braunsberg. Da war ich auch schon voriges Jahr oben, also da weiß ich genau, wo der Punkt ist und dürfte kein Problem sein. Von meinem nächsten Punkt in Hainburg an der Donau angelangt. Ja, wunderschönes großes Stadttor. Ja, noch zum Thema Hiro 9. Also, es hat sich ja schon einiges geändert zu Hiro 3. Größe und Gewicht. Es ist jetzt ja, doppelt so schwer, also um die 300 Gramm mit dem ganzen Zubehör, alles was ich drauf habe. Haben wir gedacht, naja, das wird schon ein bisschen hakelig, also es wird ziemlich am Helm ziehen, aber man gewöhnt sich sehr schnell dran und habt überhaupt kein Problem damit. Ja, das zum Thema Gewicht der Hiro 9 mit dem ganzen Media Mod, mit dem Lenz-Mod und ja, das was man halt, den Media-Mod braucht man halt zwingend, weil ja, es gibt sicher andere Lösungen auch, aber das ist halt die beste Lösung, wenn man halt mit Mikrofon aufnehmen will. Und ich finde es eigentlich ganz gut, funktioniert bis jetzt tadellos. Ist da kein Nachteil. Ja, jetzt fahren wir durch Hainburg Richtung Braunsberg, den ihr eh schon kennt aus meinem letzten Bassknacker Video, ich glaube der Bassknacker Wald-Weinviertel Video, da war ich dann oben, das war noch im, ich glaube das war im November schon oder war es noch im Oktober, das ist schon eine Zeitl wieder her. Oh, da weiß ich ja wenigstens genau einen Punkt, weil ich ja schon dort war. Dritte Ausfahrt. 1, 2, 3. Ich glaube der Kollege da vorne, der Wiener, der hat dasselbe vor wie ich da auf dem Berg. Ich kann den nur überholen oder weiß ich nicht, sonst wird es Fahrt. Hoppala, hehehe, der fährt draußen. Braunsbergstraße gesperrt. Ja, glaube weniger. Ah, der fährt da, bleibt da links.
das sollte die gesperrt sein. Das glaube ich nicht, dass die gesperrt ist. Schauen wir sicher rauf. Was ist da vorne los? Warum sind da so viele Leute? Die steigen alle noch ein wieder. Tatsächlich gesperrt, schau das an. Ja, da habe ich ein Pech gehabt. Ja, den muss ich knicken, den Punkt dieses Jahr. Okay, gut, hilft nichts. Fahren wir wieder zurück. Schade. So, ja, habe ich gerade erfahren, der Braunsberg ist gesperrt bis Ende März. Bin ich um ein paar Tage zu früh. Ja, schade. Das ist nämlich ein Punkt, der liegt sehr weit außerhalb. Komm ich selten her. Naja, okay, wieder was gelernt, wieder was für nächstes Jahr. Dann fahren wir zum nächsten, ne? Zum letzten dann. Der ist jetzt aber sehr weit weg. Fahre sicher jetzt noch eine Stunde hin. Der liegt nämlich auch sehr exponiert. Na, da darf ich nicht fahren, na, das ist ein Blödsinn. Und gleich wieder von vorne mit dem Schwafeln. Ach ja. Egal, na gut. Kann man nichts machen. Da geht es mal so in wie in Hubi. Der war ja da letztes Mal auf einem Punkt da. Der war wegen, ja, wahrscheinlich Schnee gesperrt. Ja, ist blöd. Egal. Ah, jetzt habe ich mal die Linse gewechselt. Jetzt habe ich die Originallinse wieder drauf. Mit einem ND-Filter. Auch mal ausprobieren, wie das funktioniert. Die Stabilisierung ist ausgeschaltet. Glaube ich jetzt zumindest. Ja, ich glaube, ich habe es ausgeschaltet. Weil das schränkt nämlich das Bild auch ein bisschen ein. Und ja, schauen wir mal, wie das funktioniert. Na gut. Mal wieder zurück. Und wenn ich mich halt dann wieder dem nächsten Punkt nähere, melde ich mich wieder. Dann bis gleich. Ciao. Schön langsam nähere ich mich jetzt in den letzten Passknackerpunkt. Ja, war jetzt schön mühselig da durchs Machfeld. Sehr nur gerade Straßen und ja, der Wind ist auch von der Seite gekommen, also war nicht so angenehm. Ja, trotzdem. Ein paar Stops gemacht, ein paar Fotos gemacht. Schon okay. Und ja, da sind wir jetzt ziemlich im oberen Weinviertel. Der Punkt ist jetzt wieder an einer Kreuzung. Da war ich schon vor sechs Jahren. Also weiß ich das. Ja, schöne Tour bis jetzt. Sehr angenehme Temperaturen, also ideal. Kann man nichts sagen. Schon toll. So, jetzt habe ich ihn gleich erreicht beim Wegpunkt. Was jetzt das wieder heißt.
Genau, aber von der Seite bin ich noch nicht gekommen. Ich bin letztens von da unten gekommen, bin da raufgefahren. Und genau an der Kreuzung da ist der Wegpunkt. Das letzte Mal für heute. Das Passknackerschild wieder raus. 2021. So, haben wir das gemacht. Also, das Tagesziel erreicht. Zwar nicht so erfolgreich heute, weil ja, der eine Punkt nicht anfahrbar war, war gesperrt. Ja, weil wir gerade dabei sind, hab das im Winter mal den Koffer ein bisschen beklebt mit dem Pickel, was ich von der ERV gekriegt habe. Ja, als Hoffersammler mit dem Hubi waren. Natürlich, GT-Matze, dann haben wir da noch Jason McLeapock und die Elli Pirelli mit der Neigungsgruppe Rumgurken. Bulldog Gas, der Gary, der Eric, der Mr. B, Gradmelder 24 haben wir da, Fritze, zwar vom Eric, Faszination Odenwald und Bloak und vom Lars, vom Holt, habe ich auch ein Pickel drauf. Ne? So gehört sich das. Na gut, fahren wir weiter. So da. Laut Navi geht es jetzt noch eine Dreiviertelstunde nach Hause. 68 Kilometer. Ja, da würde ich dann auch sagen, beenden wir den Vlog oder dieses Video für heute. Kann mir so sagen, dass es mein offizielles Saisoneröffnungsvideo für 2021 ist. Ja, da sage ich nur mal danke für eure Aufmerksamkeit, danke für eure Treue, danke fürs Abo. Wenn euch das Video gefallen hat, wie gesagt, wie immer, lasst ein Like da, rauf oder runter, wie ihr wollt. Abonniert den Kanal, die Glocke nicht vergessen und sage ich, ja, bis zum nächsten Mal. Ja? Also dann, macht's gut, bleibt oben und tschüss!